Den heutigen Part von New Great Castle Adventure würde ich ganz gerne mit einem Castle Secret Star beginnen, denn eigentlich dachte ich, dass hier unten wäre nur eine Schattengrafik, aber nix da. Da geht's runter. Und an dieser Stelle hier würde sich normalerweise ein Stern befinden. Hätte ich vor 30 Sekunden auf Aufnahme gedrückt. Habe ich leider verpennt. Lässt sich nichts machen. So. Und weil ich noch nicht gemacht hatte, ist da hochfliegen, denn hier geht's, denke ich mal, weiter. Okay. Ein Secret Level. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dreamland Read. Ein Kirby Level mit nur einem Stern. Okay. Komisch. Und mit Link würde man hier sterben, wenn man hier reingehen würde. Das ist aber sehr freundlich vom Spiel. Hallo Kirby. Bomber will explode if you jump on him. Wer ist Bomber? Ich kenne mich mit Kirby nicht so gut aus. Okay, es wird wahrscheinlich du sein. Und erst recht nicht mit den englischen Namen. Was bist du denn? Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Aber negativ war es schon mal nicht. Ein Kirby-Level gibt es hier also. Natürlich treffe ich ihn nicht obendrauf, war ja klar. Und das ganze Gegner-Gespamme macht mir leicht Angst. Ich glaube, auf dich kann ich auch nicht drauf springen. Okay, das Level ist von eigentlich später im Spiel angesetzt. Hi, you can't land on Scarfy safely. Wer ist Scarfy? Da ist ein niedlicher Name, ist vermute ich mal. Du bist das? Okay. Man kann aber mit Spin Jump drauf. Dann ist hier alles gut. Und die Maxi-Tomate ist eine Blume? Fragezeichen? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir noch eine Blume bekommen. Kann auch so ein Item-Duplizierer sein. Okay, aber Power-Ups scheint es hier zu Genüge zu geben. Dann ist ja alles gut. Da habe ich nichts gegen. Ein bisschen Schwierigkeit. Wobei ein bisschen und New Great Castle Adventure. Das passt nicht immer unbedingt zusammen. Der Sprung ist gemein. Das dürfte mit Luigi zwar hinkommen, aber sehr knapp. Ah. Ich weiß nicht, wie es. Das denn mit der Blockgrafik? Ich weiß nicht, ob das passt, oder sollten wir lieber von der anderen Seite springen, wie es eigentlich geplant ist, ne? Ja, ja, so ist es gedacht. Okay. Sag mal, aber die Sprünge hier, die sind echt nicht ohne. Ja, spam halt noch mehr Gegner. Gut, dass ich eine Feuerblume habe. Oh Gott. Ich habe Angst, worauf das hinausführt. Ich habe nochmal D gedrückt. Wieso tut der Spaß nicht schießen? Ja, wegen des Delays wahrscheinlich. Wow. Wie bin ich da lebend rausgekommen? Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Okay. Checkpoint, Checkpoint. Nein. Kein Checkpoint. Warum nicht? Und kein Power-Up. Aber das hier wird eins sein, oder? Weiß das? Ah, nur ein Pilz, aber okay. Ich will mich nicht beschweren. Besser Pilz als gar nichts. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist ein Generator. Das ist ein Generator! Fick dich, Spiel. Ganz im Ernst, es reicht mal mit Gegner-Gespamme. Ja, genau. Und dann solche Sprünge hier. Wie überlebe ich das? LOL. LOL. Ein Checkpoint. Und noch ein Pilz.
Das wird wahrscheinlich so ein Item-Duplizierer wirklich sein, die Maxi-Tomate. Man kriegt das, was man gerade isst, nochmal neu. Die heißen, glaube ich, Wuddeldudels oder sowas. Diese Viecher. Alter. Es reicht. So, da muss ich mit Spinjump drauf. Da hat Kirby ja gesagt, da kann man nicht sicher drauf landen. Außer mit Spinjump. Was? Ja, genau. Man kann auf Kanonenkugeln landen. Die Info kriege ich aber früh. Okay, und kleinen Tipp. Mit dem Spinjump. Nach unten drücken natürlich. Dann sind die Viecher direkt down. Brauchen keine zwei Hits. Ah Mann, ich dachte, damit ist hier vielleicht ein verstecktes Power-Up. Aber nix da. Das Spiel hat kein Mitleid. Okay. Natürlich kommen die UFOs nochmal von hinten, ist klar. Gegner respawning easy da. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich will... Wow. Weiterkommen. Was ist das hier? Der Boss. Kirby's Dreamland? Fragezeichen? Sieht jedenfalls aus. Ich glaube, ich kann runter, oder? Sind ja Leitern. Ja, kann ich. Okay, ich will jetzt eigentlich nicht auf Risiko gehen, also ich bleib mal hier einfach stehen. Ah, und er kommt wieder hoch. Sehr gut, und es gibt sogar ein One-Up. Nietzsche. Und ja, tatsächlich ist ein Item-Duplizierer. The fight isn't over yet. Oh nö. Taking your Star Watch with you to the next area is highly advised. Oh nee. Ja, natürlich trifft er mich direkt, wenn ich durchgehe. Das ist Level Design on point. Natürlich schießt er noch zur Seite. Ach, das ist so unfair. Das ist so unfair. Was soll ich denn machen? Also diese erste Phase ist ja komplett easy, aber die hier ist leider unfair. Ich weiß nicht, wie ich ihn durchschauen soll. Einmal runter und dann zweimal zur Seite, oder was? Ich muss aber dranbleiben, weil er ist nur verletzlich, wenn er aufgeht. Okay, so und dann hochfliegen. Fuck. Na, zu spät. What the fuck ist es da oben? Habe ich gerade irgendwie die Hitbox von dem verstellt oder was war los? Egal, hat jedenfalls funktioniert, aber warum muss ich jetzt zurück? Steigt unter mir irgendein Gift auf oder? Was ist da los? Da kapiere ich irgendeine Referenz nicht. Naja, was soll's, wir können mal kurz unten gucken gehen. Ne, unten ist nichts Gefährliches. Okay. Gut, hätten wir das Kirby-Level abgeschlossen, dank des Tricks beim Boss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei unserer normalen Zone. Wobei, damit ihr nichts verpasst, mal kurz hier testen, was ist hier. Okay, bringt er nur zurück. So, und da wäre ich. Weiter geht's mit der Shy Guy Cave. 3 Sterne gibt's hier. Und das ist SMW 2. Mit einem schönen Remix. That pipe over there leads to Shy Guy Cave. 6 of my friends went down there, but they haven't come back. So I could somehow find them. Then I'll give you my star.
Okay, Secret Star. Der erste wäre damit abgehakt. Wir müssen 6 Toads finden. Und die Musik ist schön. Ich kann gerade das Spiel aber nicht zuordnen. Ist das Mario RPG? Oder was ist das? Mario Kart? Oder Paper Mario? Ich kann es gerade echt nicht zuordnen. Sorry dafür, aber das weiß ich nicht. Please note that if you meet any fly guys, you can use their ability of fly to your advantage. You can ride on top of yellow ones and carry around white ones. Okay. Für dich reichen Bomben. Sind das Rupees? Ich glaube, die Toads sind Rubine. Das war sehr intelligent. Muss ich ja zugeben. Fly Guys können wir nutzen. Das sind aber keine Fly Guys, die sind doch mit Flügeln, die Fly Guys, oder? Vertue ich mich da gerade. Wie ich solche Klettersachen hasse. Okay, die bewegen sich aber nicht zur Seite. Aber noch geht's. Wenn man halt einmal abkommt, ist man direkt down. Okay. Das ist der Vorteil jetzt mit Maus und Tastatur, das hätte ich sonst echt nicht hinbekommen. Da meinen die das mit hier drauf landen. Auch möglich. Aber wenn die Toads hier nur solche Platforming-Challenges darstellen, habe ich nichts gegen. Pilz, Pilz. Danke. Hauptsache, die sind nicht hinter irgendeiner durchlässigen Wand, wie auf dem Hub. Die Sachen. Manchas unter Wasser, wunderbar. Toad Nummer 3. One-Up. Und eine Feuerblume. Okay, nehme ich beides gerne mit. Gerade die Feuerblume. Die hilft dir unter Wasser mehr als so ein Blatt. Ich will hier ja kein Toad übersehen, also ich nehme jetzt hier mal die Zeit und gucke mich hier mal um. Weil gerade solche Hey, sammel alles Aufgaben nerven, wenn man 5 von 6 Sachen gesammelt hat, also einer fehlt. Okay, da müsste der Start oben sein. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass irgendwo ein Toad da drunter steckt. Weil Rubine kann man theoretisch in SMBX eingraben. Ich gehe nicht davon aus, dass es der Fall ist, aber man weiß ja nie. Und sonst finden wir einfach ein paar praktische Sachen. Das dürfte der Ausgang sein. Ja, okay. Und es war wirklich nur der eine Toad hier unten. Das heißt, wir stehen bei 3. Hälfte haben wir. Das Schöne ist im Weg unter Wasser, das kann ich nochmal kurz sagen, ist, das war ein Fehler, ne?
Scheiße. Verdammter Mist. Das war nicht so gut. Nein, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Lass mich raten, da oben ist ein Toad. Ja, natürlich doch. Vielleicht von der anderen Seite nochmal eine zweite Chance. Fuck it. Die hätte ich stapeln sollen. Oder warte, sind die explosiv? Ja, sind sie. Okay, ich habe noch eine Chance. Und ich sollte Frische nehmen aus der Röhre. Und da ist ein Fly Guy. So, einer reicht aber nicht. Explodiert leider an der falschen Stelle. Lol. Ah, ich kann sie ja mit der Feuerblume entzünden, stimmt. Das sieht einfacher aus, als es ist. Okay. Guten Tag, Toad. Und die andere Seite wäre einfach die einfachere Variante gewesen, ne? Oder? Nee. Hier gäbe es nicht mal Bomben. Okay, dann ist es sogar so gewollt, wie ich es gerade gemacht habe. This pipe will take you back to the surface. Have you found all six toads yet? Nope. Okay, man kann auf Fly Guys stehen. Das ist eine wichtige Info. Ich vertraue den Violetten nicht. Ganz und gar nicht. Und muss ich da hoch? Ich glaube ja. Okay. Hallo Telefon. Kurzer Cut. Dankeschön dafür. So, ich habe nämlich die Idee. Fick dich! Kann man nicht greifen. Scheiße, den wollte ich eigentlich mit nach drüben nehmen. Ich habe aber erst 5 Toads, ne? Ja, da oben ist der letzte. Da kann ich auf den Violetten doch stehen. Muss ich jetzt hier ausprobieren. Habe ja keine andere Wahl. Ich habe auch nicht groß. Das heißt, ich habe keine Absicherung. Tod oder wir haben es geschafft. Oder die Violetten disappieren einfach. Das ist die andere Möglichkeit. Wenn die jetzt echt wegbleiben, dann ist das leichter Beschiss. Da waren doch gerade noch Violette. Die sind doch nicht gestorben da. Boden auch. Ja, ich wollte schon sagen. Nö. War gerade einfach ein Glitch. Interessant. Okay, ist egal, sind ja wieder da. Okay, ich kann auf den nicht stehen. Aber rumhüpfen. So, das sieht erstmal nach Blind Jumping aus, ist es aber gar nicht, einfach an der Itembox orientieren. So. Danke für den Stern. So. Die Frage ist nur, wo die anderen beiden sind. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer. Doch, habe ich. Jetzt weiß ich auch, warum hier auch die Rede von Weißen ist. Das ist eigentlich relativ simpel. Wir sind ja hier runtergegangen ins Wasser, um die verbleibenden Toads zu finden. Hier ist aber noch eine Röhre.
Ja, und hier ist der Checkpoint. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum es keinen gibt. Dafür sind wir einfach den falschen Weg gelaufen. Deswegen war auch von die Rede von Weißen und wir haben nie weiße Fly Guys gesehen, sondern nur die gelben. Da haben wir eine verschlossene Tür. Und oh nein, das Schild gibt uns den Hinweis, dass wir Dinge aus dem Boden graben können. Das ist etwas ganz Neues. Okay, ich hatte gerade Schiss, dass wir da Link brauchen. Also wenn der letzte Secret Star noch fehlt, dann wissen wir, es hängt mit Link zusammen. Aber nee, hier ist noch ein Secret Star. Ganz billo, über dem Wasserfall. Ganz einfach. Und hier haben wir einen Schlüssel. Und das erkenne ich sofort, das ist Mario und Luigi Mucke. Mario und Luigi Dream Team Brothers, das ist echt ein gutes Spiel. Glauben die meisten nicht? Finde ich schon. Und ein Gemüse-Guy gibt es noch oben drauf. Okay, der Hit war gerade eher irrelevant damit. So, gibt den Power-Up. So, und ähnliches gab es schon in V-Invasion 2. In Wirklichkeit ist es ein Hammerbruder und die Hammer-Sprites sind einfach durch Gemüse ersetzt. Aber da achten wir jetzt einfach mal nicht drauf. Das ist auch der Grund, warum das Gemüse nicht die Physik beim Abprallen hat, wie Gemüse, was wir aus dem Boden gezogen haben. Ja, bei mir gibt es alle Infos. Explodieren die da passend oder nicht? Ja, tun sie. Naja, zumindest so passen, dass wir irgendwie durchpassen. Ah, damit man hier den Hammerbruder nicht mit hinnimmt. Zu Birdo. In deinem Kastenlayout. Hallo. Du bist aber trotzdem easy. Und nicht wie Dometo da immer verkackt hat. Grüße gehen raus. Na. Und dann selber daneben werfen. Ja, moin. So. Itzi Pizzi Lemonskrizi. Dann haben wir heute doch einiges wieder geschafft. Ja, das Level zu 100% komplettiert. Ein Castle Secret Star gefunden, das Kirby Level zu 100% komplettiert. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Hier drüben. Wo führt diese Tür hin? Ah, okay, die ist das. Mit Level 16 Restless Weave. Bis dahin und ciao.